Und mit diesem unglaublichen Gekreisch dieses Vogels, willkommen zurück. Tag 4, Don't Starve. Hatten wir einen Plan? Nee, ne? Wir haben das hier gerade gebaut, die Science Machine. Machine? Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, was es hier so alles für Unsinn gibt. Wir brauchten, glaube ich, Bretter für irgendwas. Das heißt, ich werde mal anfangen, hier einen Baum umzuhacken. Ich habe heute so eine halbe Stunde investiert, um mal ein bisschen in dem Don't Starve-Wiki herumzulesen. Und es ist ja wirklich unfassbar, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ich bin ernsthaft dezent überfordert. Also es gibt so viel Scheiße. Ich weiß jetzt zum Beispiel, wir hatten doch hier irgendwo... oh, die Musik geht aus übrigens. Ich glaube, hier war es, wo wir so ein Ding sie fanden. So eine Fläche, von der ich nicht so recht wusste, was sie macht. Und offenbar, wenn wir jetzt sterben, werden wir an dieser Fläche respawned. Die erscheinen zufällig auf irgendwelchen Teilen der Karte. Und wenn man die dann irgendwie aktiviert, wird das dann der Punkt sein, an dem man wieder auftaucht, wenn man aus Versehen gestorben ist. Das heißt, darauf verlassen wir uns erstmal. Und gucken jetzt mal, wo wir hier weiter entdecken gehen. Ich glaube, rechts ist Wasser. Hier oben könnten wir mal hin, in die Ecke. Ist eine gute Idee. Der Tag ist ganz frisch. Wir haben keinen richtigen Plan. Uns geht's einigermaßen gut. Ja, alles im Lot. Wir nehmen hier nochmal diese Seeds mit. Ich weiß nach wie vor nicht, wie es... Was wohl passiert, wenn ich da... Ach komm, was soll's. Meine Fresse, was soll's. Mal gucken. Und wenn Wilson stirbt... Ja, da hat er wahrscheinlich... Oh, das hat ordentlich an unserer Sanity gezogen und... Ach du Scheiße. Okay. Dann nehmen wir hier mal die Möhren mit und hoffen, dass wir es schaffen, rechtzeitig wieder in unsere Base zu kommen, bis die Nacht einsetzt. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Ach du meine Güte. Aber gut zu wissen, dass wir damit jetzt schnell hier oben hinkommen. Da ist ein Bienenstock. Ein paar Blumen sammeln kann nicht schaden, jetzt wo wir halb irre sind. So. Ich bin ja schon ein wenig unangenehm gespannt, was passiert, wenn man... Oh, hallo. Hat er da hingeschissen? Danke. Nehmen wir mal deine Kacke mit. Sind die lieb? Also sie greifen mich nicht an. Was ich sagen wollte, ich bin schon gespannt, was passiert, wenn man vollkommen irre wird. Also was das für Auswirkungen hat. Den Dreck nehmen wir auch noch mit. Man weiß ja nie. Ich kann mir fast vorstellen, ja, ich glaube sogar, das mal gesehen zu haben, dass man, dass man das als Dünger benutzen kann. Und ja, vielleicht bauen wir irgendwann eine richtig schöne Farm, um nicht andauernd suchen gehen zu müssen, um Essen zu finden. So. Okay. Achtung. Nicht angreifen, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwann aggressiv werden. So, wir sind auch fast wieder zurück. So. Hier auf dem Weg gehen. Ja, es gibt offenbar auch Wälder mit lebenden Bäumen und so. Es ist alles unglaublich verrückt. Ich habe das wirklich nicht so umfangreich erwartet. Aber umso besser. So. Den hier hocken wir jetzt vollkommen willkürlich ab. Chop, chop, chop. Sehr gut, da geht er down. Was ist das hier? Spinnen. Ich hasse Spinnen. Die machen furchtbare Geräusche. Okay. Zurück auf den Weg. Hier lang. Komm. Und es gibt offenbar, es gibt eine man kann manchmal... Was ist das? Suspicious Dirt Pile. Ich weiß ja nicht, ob ich das tun sollte. Okay. Okay, es sind offenbar Spuren eines Tieres. Und die gehen in diese Richtung. Hat das was zu bedeuten? Ist das eine Art Hinweis? Und ist das ein tolles Tier? Ich weiß es nicht. Du stirbst. Oder auch nicht. Renn einfach weg. Ich krieg dich schon noch. Komm her. Komm her. Ich müsste eine Falle bauen. Naja. Ach du meine Güte. Und wir sind unglaublich weit entfernt von unserem Camp. Hoffentlich schaffen wir das noch. Werden wir das da? Nee, werden wir nicht. Gut zu wissen, dass die Steine sind. Da ist noch ein Pilz. Hier ist massig Gras und wir laufen in die falsche Richtung. Oh, und hier ist Wasser. Warum ist hier... Ach du Scheiße. Kommen wir überhaupt hier zurück?
Hoffentlich ist hier irgendwo eine Brücke oder sowas. Es ist fast Nacht. Ich baue mal das hier. So, habe ich die gebaut? Nein? Komm. Sehr gut. So. Geht das? Ach so. Okay. Ich weiß nicht. Oh, Spinne. Oh, Spinne. Und die Spinne ist pisst. Wie kommen wir zurück? Ungefähr so. Ich glaube, das könnten wir ganz, ganz knapp noch schaffen. Wenn wir jetzt nicht von Spinnen verfolgt und umgebracht werden. Ach, ist das Spiel nicht schön so? So rein optisch? Ich bin total beeindruckt. Nee, ich will hier lang. So. Wir merken uns fürs nächste Mal besser nicht ohne weiteres in so ein Wurmloch springen. Wo ist unser Camp da, ne? Da ist dieses Ding, das uns hier wieder auferstehen lassen sollte, wenn wir sterben. Und jetzt wird es auch langsam knapp. Okay, jetzt einfach hier nach oben. So. Noch ein bisschen. Ach so, die gehen offenbar aus, die Torches. Na gut. Puh. Machen wir mal hier ein bisschen Holz drauf. Haben wir Holz? Fuck. Ah, hier. So. Und ist hier noch irgendwo ein Baum vielleicht? So ein nicht ganz kleiner? Das wird knapp. Das wird knapp. Achtung. Schneller. Wilson. Ja. Aufsammeln. Sehr gut. Nicht das. Das hier. Das. Und jetzt lauf schnell zurück. Komm. Oh. Das war knapp. Okay. Unser Feuer ist nicht sehr stark. Ich packe hier mal ein bisschen was drauf. Sehr schön. Dann packen wir den Kack hier da rein. Okay, hier sind Toasted Seeds. Wir könnten auch, glaube ich, ein bisschen was essen, ne? Ja. Lecker. Nom nom, ein paar Möhrchen. So. Und noch ein bisschen. Ja, komm. Ja, lecker. Sehr schön. Gut. Hier, das und wir sind zufrieden. Was stand da? Ach so, ach, die werden schlecht. Ach, stale sind sie schon. Oh. Das heißt, wir müssen uns auch beeilen, bevor der ganze Kram schlecht wird. Oh, das ist auch schon ein bisschen anstrengend. Das heißt, wir können gar nicht einfach unendlich viel Kram sammeln und im Inventar behalten, weil es einfach eklig wird irgendwann. Okay. Pling. Gut, Nacht ist gleich vorbei. Was haben wir denn überhaupt vor? Ich würde sagen, auf lange Sicht brauchen wir irgendwann diese Alchemy Engine. Dafür brauchen wir Cut Stone. Und Cut Stone machen wir vermutlich über Refine. Cut Stone. Dafür brauchen wir Stone. Okay, Rocks. Fein. Wir brauchen Cut Stone, wir brauchen Boards, was Holz ist, und wir brauchen Gold Nuggets. Davon haben wir, glaube ich, keine mehr. Okay, Stein, Board, Gold Nuggets. Das ist doch mal ein Plan für den nächsten Tag. Zumindest Teile davon. Tag 5. Und wir, Achtung, wir haben Bartwuchs. Ich sag's euch. Der Hammer. Sehr schön. Damit sieht die Reels schon ein bisschen cooler aus. Was wir auch mal machen könnten, ist eine Schippe bauen. Oh, wir haben nicht genug Twigs dafür. Kriegen wir hin? Wir nehmen einfach diesen hier. Sehr gut. Den Pinecone nehmen wir auch mit. Dann nehmen wir den hier. Pling. Und diesen. Dann packen wir. Wo sind die Pinecones hier? Die packen wir da rein. Das hier packen wir auch dort rein. Und das hier, ich weiß nicht so recht. Ach, der Indikator, diese Farbe im Hintergrund, sagt mir offenbar auch an, was damit Sache ist. Okay. Das können wir hier einfach vergammeln lassen. Wir haben ein paar Steine, wir haben Gras. Okay, was wollte ich bauen? Eine Schippe, ne? Eine Schippe? Eine Schippe. Luxury Eggs. Wo finde ich die Schippe? Hier. Pling. Sehr schön. Weil damit wollte ich jetzt mal hier kurz das hier. So. Denn Holz ist Geld. Ohne Holz nichts los. Oh ja, sehr gut. Du auch. Man muss ja auch seine Umwelt ein wenig gepflegt hinterlassen. Kann ja einfach jeden Scheiß hier rumliegen lassen. Da, das können wir auch mitnehmen. Hier. Und jetzt hatten wir hier doch irgendwo Steine. Hier oben sind offenbar ein paar Steine. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal tatsächlich in diese Richtung. Equip schon mal hier die Pickaxe. Und dann gucken wir mal, was Sache ist. Da oben in dieses Loch sind wir letztens gegangen.
Sehr schön. Und diese Bärchen nehmen wir auch mit. Bevor wir am Ende... Warum hat dieser... Achso, der hat einfach... Die verlieren offenbar nach einer Zeit ihr Dings. Wie sagt man? Nicht Blüten. Was heißt denn das? Immer grün. Ihr Nadelkleid, das wollte ich sagen. Ihr Nadelkleid. Habe ich eben eigentlich meinen Satz zu Ende erzählt, wo ich auf Chester zu sprechen kommen wollte? Man kann offenbar so ein Auge finden, da läuft einem so eine kleine Box hinterher. Das finde ich unglaublich süß. Ich hätte gern so eine kleine Box. So. Bärchen. Mehr Bärchen. Und ich glaube, wir kommen hier tatsächlich nicht rüber. Nein, hier ist offenbar keine Brücke. Heißt also, wir müssen wieder unten langlaufen. Ach du Scheiße. Ja, hier sind nur Bienen. Und sonst nichts zu holen. So sei es. So sei es. Mal gucken. Wir laufen hier einfach am Wasser lang, gucken mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht so genau, ab wann man angegriffen wird, aber ich glaube, das lernen wir auf die harte Tour, indem wir einfach irgendwann nachts da stehen und uns weder verteidigen können, noch wegrennen, weil der Rest dunkel ist. Und dann sterben wir halt. Dann sterben wir halt. Wilson hat ja auch einen Bart und wenn man einen Bart hat, hat man auch genug gelebt. Ich glaube, der Bart kann sogar noch viel länger werden und später im Winter vor Kälte schützen. Wie gesagt, ich habe mich heute ein bisschen informiert. So, das ist ein Wald. Und was, worauf ich gestern oder letztens, also das letzte Mal, als ich ein Video aufnahm, gar nicht achtete, war, dass einige dieser Bäume offenbar Gesichter haben können. Das sind das sogenannte lebende Hölzer oder so. Und lebende Hölzer machen irgendwas und sind cool. Ja, ihr merkt, ich habe voll die Ahnung. Huch. So, der Tag ist auch fast wieder rum und ich bin hier gerade mal rüber. Ach du Scheiße, vielleicht müssen wir die Nacht in einem Makeshift-Lager verbringen, das wir temporär aufstellen. Ungefähr hier, irgendwo. Sollte ja machbar sein. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht jede Nacht den ganzen Scheißweg zurücklaufen. So, das kloppen wir hier mal kaputt. Sehr gut. Kein Gold drin zu finden. Nicht das. Komm, da lang. Rums. Rums. Er sieht doch direkt viel männlicher aus mit seinem Bart. Finde ich gut. So, hier haben wir noch einen Stein. Mein Steinstein. Gute Arbeit, Wilson. Gute Arbeit. Ich habe auch gelesen, dass man offenbar so eine Art Portal finden kann, mit dem man in den eigentlichen Story-Modus kommt. Des Spiels. Also das hier ist ja Sandbox, so, wo ich im Prinzip die ganze Zeit machen kann, was ich möchte. Und im Story-Modus bekommt man dann sozusagen einen Auftrag, diesen komischen Magier, der uns ganz am Anfang in diese Welt brachte, glaube ich, zu verfolgen und herauszufinden, was der ganze Scheiß eigentlich soll. So, finden wir hier irgendwo noch Gold? Oh, was ist das denn? Hallo. Besser er als ich. Ja, das stimmt. Die nehmen wir, die brauchen wir eh. Danke. Und eine Axt hat er auch. Und, können wir ihn mitnehmen? Nee, ne? Na gut, der Arme. Der Arme. Es ist Dämmerung. Wir haben noch kein Gold gefunden. Dafür ein paar Planks, die uns ein wenig... Oh, hier ist noch so ein Ding. Wie cool. Das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. So. Sehr gut. Hier sind Blumen. Sind wir irre? Noch nicht ganz. Kann aber nicht schaden. Nehmen wir. Conny wünscht uns viel Spaß beim Überleben. Conny hat übrigens auch einen YouTube-Channel. Könnt ihr mal drauf gehen. Nerd Derby heißt er. Kein Link in der Description. Weil ich vergessen werde, ihn hinzuzufügen. Nichts für ungut, Conny. Sind hier noch irgendwo Steine? Hoffentlich. Vielleicht ein paar mit Gold? Wenn nicht, müssen wir gleich hier ein Lager aufschlagen. Hier ist noch ein Stein, immerhin. Unsere Pickaxe hat sich offenbar... Okay, wir machen jetzt hier ein Lager. Und, so. Pling! Und dann bauen wir eine Pickaxe. Und dann rüsten wir die aus. Und schlagen die Nacht über das hier kaputt. So. Wir verbringen die Nacht auch damit, das hier zu essen. Schmeckt nicht gut. Aber macht uns auf jeden Fall ein bisschen satt. So. Und wir rösten die hier mal. Ja. Passiert's.
Sehr gut. Die sowieso. Lecker. Den Rest auch noch. Schön. Top. Gute Arbeit, Wilson. Von essen wir noch so eins, zwei. Sind wir satt? Noch nicht ganz. So. 146. Hier sind noch Samen. So, mal gucken, was die Nacht bringt. Ich werde die hier mal pflücken. Aus dem einfachen Grund, dass ich aktuell nichts Besseres zu tun habe. Da legen wir noch was drauf. Sehr gut. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Nacht über nichts Furchtbares passiert. Was können wir eigentlich hier so generell? Ach, ich habe meine Science Machine nicht hier, aber so ganz generell ein Speer. Schon mal nicht schlecht. Da brauchen wir ein Seil für. Wie macht man denn so ein Seil? Ein Seil. Cut Stone, Papyrus. Brauche ich auch die Science Machine für. Maschinen. Ach, Wilson, Wilson. Okay. Earmuffs. Oh, für den Winter vielleicht. Ja. Okay, Straw Hat. Auch nicht schlecht. Können wir auch fast bauen. Ach, ich hätte schon gerne Straw Hat. Oder Wilson? 8 von 12. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Aber vielleicht besser nicht in der Nacht hier herumlaufen und Gras sammeln. Das Gute ist, die Nacht hat sich schon jetzt wieder verabschiedet. Und wir sind in Tag 6 tatsächlich. Geil. Und was wir jetzt zuerst machen, wir nehmen mal das hier. Danke, da war gerade kurz. Das passiert, glaube ich, wenn man leicht irre wird. Dass manchmal für eine halbe Sekunde so eine Figur auftaucht. Das ist ein bisschen wie in Fight Club. So, können wir jetzt? Können wir jetzt hier hin? Können wir? Nein? Strawhead? Science Machine. Okay, ach, müssen wir ganz zurück. Okay. Ist hier irgendwo noch ein wenig Stein? Scheint so ganz generell eine der beliebtesten Ressourcen zu sein, Stein. Zumindest eine der seltensten. Mal schauen. Hier sind wir am Wasser. Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal dran hoch. Und Notfall, wenn wir nicht nach Hause kommen, können wir diese Nacht immer noch wieder verbringen in einem temporären Camp. Oh. Pick Evil Flower. Ring Thing. Ich hab davon gelesen, man braucht so ein paar, ich glaube vier von diesen Teilen. Unter anderem das Ring Thing und noch so ein Thing und noch ein Thing und am Ende baut man damit ein Wooden Thing zusammen. Und dieses Wooden Thing macht irgendwas, ich habe vergessen was. Sollten wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls wir so lange überleben werden. Und warum sind hier nirgendwo Steine? Meine Güte, was ist das? Ah. Das sind bestimmt wieder diese Spuren von eben. Aber kommen die von denen oder was? Das wäre jetzt nicht so spannend, weil die habe ich ja eben schon entdeckt. Ich nehme die Kacke ja auch noch mit. Danke. Und das schaue ich mal noch an. Ob das in irgendeine Richtung zeigt? Das läuft ja offenbar in diese Richtung. Wer weiß das schon? Aber hier ist noch ein. Ah. In diese Richtung. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier nicht einen riesengroßen Fehler begehen und gleich überrascht werden von irgendeinem unfassbar ekelhaften Riesentier. Hier ist noch so eins. In diese Richtung. Die nehmen wir auch kurz mit. Was macht denn hier so ein Krach? Ich habe ein bisschen Angst. Da. In diese Richtung. Oh, ist das cool, oder? Ist das nicht unglaublich cool? Oh. Ist das? Guten Appetit. Okay, es muss nearby sein. Also in der Nähe. Es geht in diese Richtung. Oh, ich habe ein bisschen Gänsehaut und Angst. Was ist das? Rocks und Flint? Und eine Pickaxe? Gerne. Was schmeißen wir weg? Das. So eine Pickaxe kann man immer gebrauchen. Ist nie. Whoop! Was? Was bist du? Es ist ein Elefant mit Hörnern und Riesenohren. Und ich kann ihn nur angreifen, aber nicht streicheln oder so. Ob der mich haut? Wie cool ist das denn bitte? Ich habe ein bisschen Angst davor. Wahrscheinlich bringt es irgendwas, den zu zähmen oder zu töten oder nach Hause zu bringen.
Aber das werden wir so schnell nicht herausfinden. Aus dem einfachen Grund, dass ich ein Scheißschisser bin. Plus Grammatik. So, weil wir die Nacht wieder in der freien Wildbahn verbringen müssen, picke ich hier noch ein paar Beeren. Oh, oder auch nicht. Ich esse das einfach direkt wieder. Davon nehmen wir ein paar mit. Auch nicht? Na gut. Warum können wir nichts tragen? Weil wir unglaublich viel Werkzeug dabei haben. Ich möchte auch nichts davon wegwerfen. Naja. Wir haben nach wie vor keine weiteren Steine gefunden. Was mir tatsächlich ein bisschen Unwohl bereitet. Unwohlsein. Es bereitet mir Unwohl. Ich möchte nur so eine Alchemy Engine bauen. Oh, hier, ein Stein. Aber nur ein Scheißstein. Aber wo ein Stein ist, da ist auch Atombomben. Relativität. Danke. Oh. Oh, hier ist eine riesengroße Karottenplantage. Sehr gut. Siehst du, Wilson, kriegen wir heute Abend richtig was zu essen. Schreiende Kanickel. Und, schon wieder Wasser? Hört hier etwa die Map auf? Sind die überhaupt begrenzt? Ich weiß es nicht. Okay, ist das? Sehr gut. Was ist das da? Hier hinter? Ach, das ist nur ein Busch. Ja, scheint hier oben dann ja auch zu Ende zu sein. Ich laufe hier nochmal den Rand grob ab. Damit wir zumindest wissen, was die Dimensionen sind. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas zu holen ist. Vor allem keine Steine mit Gold drin. Oh, hier ist eine Falle. Auch von einem Jäger oder so. Wie gut ist das denn? Geil. Was schmeißen wir weg dafür? Das Gras. Ach hier, den Scheiß schmeißen wir weg. Haben wir irgendeinen Blödsinn aufgesammelt? Oh, das ist ja ein Paradies. Danke. Flint brauche ich aktuell nicht wirklich. Die nehme ich mit. Habe ich keinen Platz für. Schmeißen wir noch was weg. Diese Samen. Isst die mal. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Ja. Können wir nicht mitnehmen. Und weil es langsam knapp wird, baue ich hier mal ein Feuerchen. Direkt neben dem... Ja, oder auch einfach hier. Pling! So. Puh, da sind wir erstmal ordentlich weit von unserem Camp weg. Und zweitens, bin ich echt überrascht, wie viel man so findet. Also, was war denn mit ihm los? Ist er gestorben beim Kaninchen? Beim Kaninchen-Dingen? Fangen? So. Wir haben auch ein bisschen Hunger. Jetzt nicht mehr. Wir sind leicht irre. Brauchen wir nicht. Ist das? Guten Appetit. So. Die braten wir uns und essen hier auch. Und jetzt gleich dürfte auch schon die Nacht kommen. Was macht ja eigentlich auch so dieser blöde Haufen, macht so einen Krach? Können wir den verbrennen? Ja. Ui. Ah. Vielleicht stinkt das wie Sau. Ach ja, da hätten wir sie. Die Nacht. Die Nacht. Ach so, wir sind aber auch schon ganz gut mit der Zeit, ne? Dann würde ich sagen, dass ich mich verabschiede. Danke für die ersten 6 Tage Zuschauen. Hat mich sehr gefreut. Ich bin sehr gespannt, wie unser jetzt bärtiger Wilson weiter verbringen wird, seine Zeit in dieser sehr merkwürdigen Welt. Er kratzt sich, vielleicht sollte er mal wieder duschen. Und ich bedanke mich bei euch. Habt einen schönen Tag und Dankeschön. Schon wieder. Macht's gut. Tschüss.